Heute wird hier am Landesgericht St. Pölten der Prozess um Drogenhandel gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos Julian Hessenthaler fortgesetzt. Am heutigen fünften Tag der Schöffenverhandlung könnte es ein Urteil geben. Der Angeklagte bestreitet die Anschuldigungen, seine Verteidiger sprachen von konstruierten Vorwürfen. Belastet wird der weiterhin in Untersuchungshaft sitzende 41-Jährige von zwei Zeugen, die an bisherige Aussagen einander teilweise widersprechen. Und das ist natürlich relativ schlecht. Beim Betreten des Schwurgerichtssaales wirkte der Angeklagte gefasst. Kurz danach nahmen ihm die zwei Justizwachebeamten die Handschellen ab. Dutzende Medienvertreter aus dem In- und Ausland sind gekommen, um diesen vermutlich letzten Verhandlungstag beizuwohnen. Aber wie gesagt, ob es ein Ergebnis heute gibt, das ist fraglich. Der Privatdetektiv soll laut Staatsanwaltschaft im Jahr 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 70% nahe der niederösterreichischen Stadt Haag im Bezirk Amstetten, aber auch in Salzburg und Oberösterreich zu einem Grammpreis von nur 40 Euro an einen Bekannten übergeben haben. Damit soll Hessenthaler der Anklage zufolge Schulden beglichen haben bzw. seine triste finanzielle Situation aufgebessert haben. Belastet wird der Angeklagte von einem ehemaligen Geschäftspartner und dessen früheren Geliebten. Hessenthaler brachte ins Spiel, dass der Zeuge Geld bzw. Sachleistungen in Form von Rechtsanwalthonoraren für falsche Vorwürfe gegen ihn erhalten haben sollen. Das bestritt der Betroffene natürlich. Im Fall eines Schuldspruchs drohen bis zu 15 Jahre Haft. Der Prozess wird fortgesetzt, das erwartete Urteil gab es heute nicht. Soweit hier vom Landesgericht St. Pölten.